Hallo zusammen. Hallo. Wir stehen hier in Mosbach an dem schönen Wohnmobilstellplatz. Das liegt am Neckar. Richtig. Da waren wir ja schon öfters gestanden. Ja, weil wir wohnen nicht weit von Mosbach entfernt und wir versorgen da immer unseren Gustl, denn das ist alles sehr sauber und sehr ordentlich und sehr neu eingerichtet. Und dann fahren wir hier immer her. Und heute haben wir eine besondere Mission vor. Wir wollen uns heute um unseren Frischwasser und um unseren Abwassertank kümmern. Und ihr wisst ja, also, oder das weiß jeder, dass das Wasser im Wohnmobil eine ganz elementare Sache ist. Denn das Wohnmobilfahren ohne Wasser wäre natürlich viel schlechter, aus vielerlei Gründen, schon allein von der Körperhygiene her bis zum Abwasch, vom Geschirr bis zum Kochen. Und so ist natürlich der Frischwassertank, der ja auch ein Hygienefaktor ist, ein ganz elementares Teil. Und da muss man auch sorgsam damit umgehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Frischwassertank sauber zu halten. Wir haben uns eine Möglichkeit gesucht, die stellen wir euch jetzt vor. Und wir zeigen euch dann auch, wie wir unseren Frischwassertank sauber konservieren, damit das Wasser, was da drin ist, ein ganzes Jahr lang mindestens hält. Also, und wenn euch das jetzt interessiert, dann bleibt dran. Genau, wir bereiten alles vor. Vorher kommt das Intro und dann geht's schon los. So, als erstes haben wir hier uns dieses Mittel von Fritz Berger gekauft. Es gibt noch andere Mittel natürlich, mit denen man sauber machen kann. Und mit dem wollen wir jetzt unseren ca. 180 Liter Wassertank reinigen. Man muss den Tank entleeren und bevor man den Tank entleert, denn man braucht es, um das reinzugießen, 5 bis 10 Liter heißes Wasser. Deswegen entnehme ich jetzt erst einmal noch heißes Wasser in den Eimer, den ich mir extra mitgebracht habe. Und dann machen wir den Tank gemeinsam leer. Nachdem der Wassereimer gefüllt ist mit heißem Wasser, können wir jetzt das Gas ausschalten, weil wir müssen natürlich auch den Boiler entleeren. Das heißt, das schalten wir aus. Und jetzt gehen wir zum Boiler und entleeren den als erstes Mal oder als nächstes. Also der Umgang übrigens mit dem Boilerwasser, das ist ein heikles Thema. Auch bei Frost solltet ihr euren Boiler regelmäßig entleeren, denn der Frost kann in den Boiler reinkriechen und dann führt es zu Beschädigungen. Und so ein Boileraustausch ist nicht gerade billig. So, bei uns sitzt das Ablassventil hier. Und zwar lege ich das hier um und da sieht man schon, was man da unten filmt, da kommt das Boilerwasser raus. So, das geht jetzt von selber raus. Das können wir dann wieder zumachen und dann lassen wir schon den Wassertank ab. Also unser Wassertank sitzt hier. Und da kann man hier aufdrehen. Wenn man Kraft hat. Wenn man keine Kraft hat, braucht man Hilfsmittel. Und das ist bei mir der Fall. Also gewisses Werkzeug braucht man immer dabei. Und damit man das Plastik nicht beschädigt, nimmt man am besten eine Unterlage. Und dann schauen wir mal, ob wir das jetzt damit aufkriegen. Also das hat funktioniert. Und da haben wir den Wassertank. Und dann schauen wir jetzt mal mit euch rein. So schaut es da herinnen aus im Wassertank. Rein in den Tank. So sieht es also hier aus. Man sieht also schon am Boden, dass sich da auch ein bisschen Sand gebildet hat, was wahrscheinlich unumgänglich ist. Also viel kann man nicht sehen.
Aber zumindest kann man sich denken, dass der Tank ab und zu gereinigt werden muss. Und ich werde jetzt den Fühltest machen, ob da etwas so schmieriger Film angehaftet ist. Und jetzt lassen wir erstmal das Wasser ab, was da noch drinnen ist. Ich drehe hier dieses Teil, drehe ich auf, dieses hier, und dann sollte das Wasser alles abfließen. So, und wie immer, wenn ich was mache. Jetzt haben wir halt leider wieder mal ein Problem. Ja, dann geht irgendwas schief. Ja, und leider ist der Helle, oder was heißt leider, ich bin sie auch nicht. Wir sind beides keine begnadeten Handwerker und somit müssen wir jetzt einfach eine Pause machen. Und warum? Der Vierkant hängt neben dem Stift, wo er rein soll. Wie das passieren kann, ist mir nicht klar. Denn das letzte Mal habe ich den Wassertank ganz normal abgelassen und habe das alles wieder so hinterlassen, wie ich es vorgefunden habe. Also das war kein Problem. Und jetzt auf einmal ist dieser Vierkant außerhalb von dem Gegenstecker. Ich blende da mal ein Bild dazu ein. Wie das kommen kann, weiß ich nicht. Also durch eine Fahrzeugerschütterung eigentlich nicht. Wir werden auf jeden Fall versuchen, dass wir das morgen beheben lassen. Und dann fahren wir mit unserem Video fort. Ja, und ihr könnt euch jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Denn es dauert jetzt ein bisschen, bis wir weitermachen können. Für euch dauert es 5 Sekunden und für uns etliche Anstrengungen. Also bleibt trotzdem weiterhin dran. Dann werdet ihr sehen, wie es weiterging. Genau. Da sitze ich hier, ich armer Tor, und bin so klug wie je zuvor. In dem Fall nicht ganz richtig, denn wir sind zwar nicht viel weiter gekommen, aber wir sind schlauer geworden. Und können jetzt euch berichten, was da Sache ist. Also, wir haben das Ganze auch in unserer Facebook-Gruppe diskutiert. Und da kamen wir schon nach der Rückmeldung von einigen Hümerfahrern zu der Erkenntnis, dass sich das Ganze so funktionieren könnte. Ich blende euch ja das Ergebnis nochmal ein. Also der Vierkant, den hat es aus der Halterung herausbewegt. Und es ist wohl offensichtlich so, dass wenn man den Wassertank befüllt, dass sich dann Luft da drinnen verpresst, ja, muss man schon sagen. Dadurch wölbt sich der Tank nach oben. Und wenn er sich nach oben wölbt, dann führt es dazu, dass der Spindel oder dieser Vierkant angehoben wird, aus der Halterung herausgeht. Und wenn dann die Luft heraus ist und sich der Tank wieder zurückbildet, dann führt er zwar den Vierkant zurück, aber nicht mehr in die vorgesehene Halterung, sondern daneben. Und genau das ist passiert. Die Firma Hümer weiß darüber Bescheid und mir wurde vom Werkskundendienst mitgeteilt, dass das, vielen Dank übrigens, dass Sie sich so schnell um unser Anliegen gekümmert haben, und mir wurde mitgeteilt, dass das also in den ersten Modellen unserer Serie passiert ist. Also wer sich heute einen Hümer kauft, der hat dieses Problem nicht mehr. Nein. So, aber wir müssen jetzt erstmal damit leben. Wir haben das nämlich noch nicht beheben lassen. Es gibt hier einen Bausatz von der Firma Hümer für 20 Euro. Und wenn das keiner ist, der zwei linke Hände hat, so wie ich, dann kann er das selber einbauen. Kaufleute wie ich oder zwei Linkshänder wie ich, die bauen das nicht selber ein, die lassen es machen. Und es kostet dann laut der Firma Hümer 120 bis 150 Euro. Aber mir wurde schon signalisiert, dass wenn ich einen Kulanzantrag stelle, dass der mit Erfolg beschieden werden kann. Könnte. Lassen wir uns mal überraschen. Also wir stellen es jetzt hier einmal so in den Raum. Lassen uns überraschen, ja. Und wenn die Firma Hümer uns das auf Kulanz einbaut, dann wäre das sehr schön. Dann wird man das natürlich auch wieder lobend erwähnen, wie wir immer loben, über unser Gustl sprechen, ja. In der Regel. Und ja, wir haben einen Termin für August vereinbart, weil wir dann gleich die Dichtigkeitsprüfung machen lassen. Das heißt, unsere Tankreinigung müssen wir jetzt mit herkömmlichen Mitteln machen. Und dafür sind wir wieder nach Moosbach gefahren. Aha, ja. Haben schon mal die Heizung angeschaltet, damit wir wieder warm Wasser haben, denn so weit waren wir ja schon. Ja. Und wir werden jetzt fortfahren und euch zeigen wir, wie wir das Ganze handhaben. Ja. Gell, Ossi? Ja. Also jetzt nicht über den Ablauf, über den großen Wasserablauf. Nein, wir machen jetzt die umständliche Methode. Mhm.
Okay, aber der Tank sollte einfach mal wieder gereinigt werden und. Ja, genau, wenn wir wegfahren, dann wollen wir den keimfrei haben und deswegen machen wir das jetzt. Das ziehen wir jetzt einfach durch. Jawohl, das machen wir jetzt. So, natürlich muss erst einmal der Boiler wieder gefüllt werden, weil der ist ja leer. Ja, und da gehen hier, glaube ich, 10 Liter rein. Und deswegen tut es immer ein wenig spucken, ja. Wir haben jetzt schon ein bisschen was rein. Man muss immer aufpassen, dass der Hahn nicht leer läuft. Also, denn das geht auf die Pumpe. Also immer Wasser und dann immer wieder in den Boiler rüberfahren. Und so langsam ist er gefüllt. Sonst müsste dann auch langsam irgendwann nochmal warmes Wasser kommen. Ja, jetzt ist er voll, der Boiler. Das sieht man daran, das Wasser läuft gerade. Die Luft ist draußen. Dann können wir ihn erst einmal erwärmen. In der Zwischenzeit schauen wir uns mal nach unserem Sorgenkind. Und das ist nicht die Ursi, sondern das ist der Dank. Ich und ein Sorgenkind niemals. Tja. Das war steil. So, das Ganze geht mittlerweile ohne Werkzeug. So, und da haben wir es, da ist jetzt ja noch genügend drinnen. Aber das lassen wir jetzt drinnen, das Wasser. Was ich nur raushol, das sind die alten Silberione. Nein, wir verwenden eben gerade keine Silberionen. Diese alten Dinger da, diese Keramikdinger. Wir zeigen euch das alles gleich dann, wenn wir soweit sind. Ihr bleibt nur dran, ja, das wird spannend. So. So. So, also da haben wir jetzt die zwei alten. Das Innere ist rausgefallen, das ist das ganz alte gewesen, das haben wir drin gelassen. Und das ist jetzt das letzte, das ist jetzt ein Jahr alt. Und da kommen dann neue rein. Das ist also eine Keramik. Ich zeige dir das Produkt noch von der Firma Fritz Berger. Gibt natürlich viele andere Produkte. Wir sind damit sehr gut gefahren, muss ich sagen. Also unser Wasser war immer super. Und wenn ich jetzt da reinlang, ist es richtig unangenehm, weil es nämlich furchtbar kalt da drunten ist. Also das ist schon gut konstruiert mit dem Doppelboden. Denn auch wenn es heiß ist draußen, dann bleibt das Wasser hier auch relativ frisch. Man braucht also, um dieses Mittel reinzutun, ungefähr 5 bis 10 Liter heißes Wasser. Wir machen es um die 5, 6 Liter rum. Und dann gieße ich die in den Frischwassertank. Und dann muss der Tank komplett befüllt werden. Also optimalerweise ist er leer, wenn man das einfüllt. Aber das macht nichts, da sind jetzt nur ca. 20 Liter drin. Das spielt also keine große Rolle. Der Tank muss eh voll gemacht werden. Und wenn wir das eingießen, dann melde ich mich wieder. Bis jetzt muss man erst einmal da noch ein wenig warten. Das ist also das Mittel, was wir verwenden. Ich glaube, 12 Euro hat es gekostet für einen 250 Liter Tank. Das langt also gut aus. Und da steht in 5 bis 10 Liter Wasser auflösen. Das haben wir hier und es muss dann in den Tank gegossen werden. Hier haben wir eine Nase zum Eingießen. Jetzt werden wir mal schauen. Hier ist die Nase. Mal schauen, wie wir das schaffen. Kriegen wir das hin? Oder soll ich es gleich in den Tank reinleeren? Das Mittel. Das ist das gar nicht auflösen in heißem Wasser. Nee, du soll mal auflösen. Und meinst du, das kriegen wir rein? Ich krieg's rein. Die Ursi macht's. Als Hausfrau kann man sowas. Hm? Ah, so, das ist ja Pulver. Deswegen muss das aufgelöst werden. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Ich tue es jetzt da eingießen. Moment. Jetzt gucken. Oh. Deswegen braucht man heißes Wasser und deswegen muss man es auflösen. Solange wir dazu, da haben wir eine leere Hülle. Das ist das Produkt, was wir verwenden. Mit was rühre ich das jetzt rum, Ursi? Nimmst du Kochlöffel. So. So, jetzt gibt es Frischwasserentsorgung, später gibt es dann Spaghetti-Sauce damit. Sieht also ziemlich aus wie Tapetenkleister. Ist nur flüssiger. So, jetzt kommt der spannende Augenblick. Das Ganze ist aufgelöst. Da kommt die Expertin.
Ja, werde mal gleich feststellen. Ja, und das, ja, muss jetzt, du, dass ich nicht das Kamel muss jetzt ins Nadelöhr. Ja, genau. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Dann leider haben wir keinen Trichter hier. Okay, fast perfekt. Also ich würde mal sagen, der hat die Ursi einen Applaus verdient. Naja, gerade so schwer war es nicht. Ihr könnt jetzt schon mal auf die Daumen nach oben das nicht drücken. Ja. Ja, verdient habe ich das, ja. Aber so ein bisschen trocken. Jawohl, und dann geht's schon weiter. Ja. Kannst gleich den Tankdeckel drauf tun, Ursel? Ja. So, alles wieder trocken. Dann gehen wir jetzt zum Wassertanken. Okay, ja. Erster Schritt, wieder Entleerung des Boilers. Ja, hier. Oh, der ist entleert. Nee, es ist ja entleert. Wieder raus. Und befüllen des Wassertanks. Bitte durch immer erst einmal weggießen. Vor allen Dingen im Sommer ist es empfehlenswert. So, und dann rein mit. So. Also der Tank ist jetzt richtig voll gefüllt, randvoll. Man sieht also hier auch, dass das, dass der hier ist. Schauen wir mal, vielleicht mal das zeigen. Ja, sieht man. Alles voll am Wasser. Jetzt müssen wir als erstes wieder unseren Boiler befüllen, denn das ist ja jetzt Wasser, was chemisch behandelt wird. Das heißt, wir tun hier wieder die Luft rauslassen. Also der Boiler ist wieder befüllt, das wirkt jetzt auf den Boiler eine Nacht ein und jetzt müssen wir alle Wasserhähne aufdrehen, damit auch diese Desinfektionschemikalie in alle Ableitungsschläuche mit reinkommt. Die Tankreinigung, also die Abwassertankreinigung, die machen wir dann anders als die Frischwasserreinigung. Für die Tankwasserreinigung nehmen wir uns das, was jeder kennt, nämlich Cookie-Dent. Ja, es muss nicht Cookie-Dent sein, es gibt auch anderes. Da haben wir noch Correga-Tabs. Also wir haben verschiedene Mittel ausprobiert, die sind alle gleich gut.
Und da muss ich jetzt grundsätzlich mal was dazu sagen. Viele lachen einen aus, weil sie sagen, eine Tablette kommt in ein Glas mit Zähnen, wie soll dann ein Abwassertank sauber werden mit Kogident? Also wir machen das folgendermaßen. Wir lösen ca. 10 bis 20 Kogident-Tabletten auf in einem Gefäß und gießen das dann in den Abguss rein, was dazu führt, dass also eine kleine Menge, ich sage jetzt mal 3-4 Liter, im Abwassertank drin ist. Und wenn man dann den Abwassertank mit Abwasser befüllt oder mit Grauwasser, dann kommt da immer etwas mehr rein. Immer dazwischen bewegt man sich, das ganze Wasser, das entkeimte Wasser schwappt durch den ganzen Abwassertank und dadurch wird er sauber. Wer es nicht glaubt, kann es ausprobieren. Man kann auch ein anderes Mittel verwenden, das ist ganz klar. Es gibt auch Abwassertankreiniger. Wir kommen damit sehr gut zurecht und es belegt sich dadurch, dass wenn das Grauwasser einen Geruch hat beim Ablassen, dann machen wir diese Kogident-Methode und ich kann euch sagen, die nächsten 2 Mal, wenn man Grauwasser ablässt, ist kein Geruch mehr da. Also für mich ist es eindeutig, dass alle Bakterien vernichtet werden, wenn man 10 oder 20 Tabletten von irgend so einem Zahnreinigungsmittel verwendet. Für uns funktioniert, wie es jeder selber macht, ist eure Sache. Aber schreibt ruhig mal dazu, was ihr von der Methode haltet und ob ihr das auch für lächerlich findet, wie viele das schon kommuniziert haben. So, als der Wasserzulauf muss natürlich auch gereinigt werden, auch hier vom Bad, nicht nur von der Küche, das haben wir ja gerade gemacht von der Küche, indem wir den Boiler befüllt haben und jetzt kommt der vom Bad dran. So, nicht zu vergessen, für alle, die einen Außenwasseranschluss haben, natürlich muss auch hier dieser Frischwasserzulauf ausgespült werden. Zum Glück ist es nicht so lang. Ist alles mit Desinfektionsmitteln behandelt, ja. Das heißt, jetzt muss das Ganze noch einwirken. Man spricht von 8 bis 10 Stunden, so steht es auf der Packung drauf. Wir lassen es jetzt ca. 24 Stunden einwirken. Das heißt, wir fahren jetzt wieder nach Hause, stellen den Gustl ab und morgen fahren wir wieder her und dann lassen wir das Wasser ab. Normalerweise gibt es also dann den zentralen Ablass, der ja bei uns jetzt im Moment nicht funktioniert. Deswegen werden wir dann morgen alles ganz manuell herkömmlich ablassen, was jetzt mal für die Leitungen nicht schädlich ist und für den Abwassertank nicht schädlich ist. Und wenn dann alles Wasser heraus ist, dann befüllen wir den Tank komplett wieder neu mit Frischwasser, nachdem auch der Boiler vorher entleert wurde. Und dann fügen wir wieder diese Zertec 3 in 1 ein. Das geht bis 200 Liter. Das langt also locker für unseren. Kostet 35 Euro. Hält ein Jahr. Wir haben das jetzt, das ist die dritte Patrone, die wir verwenden. Die anderen beiden haben einwandfrei funktioniert. Wir haben unseren Wassertank die ganzen Jahre, seit wir den Gustl haben, nie leer gehabt. Es war immer Wasser drinnen und wir haben niemals Probleme mit dem Wasser gehabt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass wir, wenn wir uns Tee kochen, Kaffee kochen oder eine Suppe kochen, immer Mineralwasser verwenden. Das heißt, wir kaufen uns vom Supermarkt, also billige Plastikflaschen, also das günstigste Wasser, was es gibt. Zum Trinken nehmen wir in der Regel etwas Hochwertigeres. Meistens unser im Schwäbischen bekanntes Enzinger oder auch Gerolsteiner, ja. Also wir nehmen Enzinger, Gerolsteiner, aber es gibt natürlich viele andere gute Wässer, ja. Und aber hier ist sehr viel Calcium drinnen, deswegen nehmen wir das bevorzugt. Und das kommt ja aus dem Schwabenland und wir lieben ja die Schwaben, ja. Und dann zum Trinken nehmen wir mal hier das ganz einfache, das ist jetzt glaube ich von der Edeka oder vom Kaufland,
Gibt natürlich viele Vertreiber und vieles, ja. Wir nehmen das einfach, wenn wir unseren Kaffee kochen, bei uns ist einfach sicherer ist als das Wasser aus dem Tank. Wenn wir Nudeln kochen, dann haben wir kein Problem, dann nehmen wir das Wasser aus dem Tank, weil das ist mir nicht direkt. Wir putzen auch unsere Zähne mit dem Wasser aus dem Tank und da gab es auch noch keine Probleme. Aber jetzt den Kaffee möchte ich jetzt davon mir nicht zubereiten. Also das war jetzt übrigens unbezahlte Werbung, gell? Also wir haben weder mit unserem Wasser noch mit sonstigem irgendwas von Vorteil. Nur zur Information, nicht, dass es Schelte gibt. Gibt's so und so. Ja, gibt's wahrscheinlich so und so, aber... aber es gibt auch immer freundliche Kommentare und das freut uns natürlich auch. So, wünsche ich jetzt alles gesagt, oder? Wolltest du noch was sagen? Machen wir mal kurz Schluss, besprechen wir das auch, dass wir nichts vergessen haben. Und dann machen wir nochmal Schlussstatement. Okay, also nochmal eine kleine Einblendung. Bis gleich. So, eins möchte ich noch dazu sagen. Da ist ein Nylonschnur dran. Man kann das Ganze reinhängen. Da ist auch ein Kleber dabei. Und dann kann man das reintun mit der Nylonschnur. Ich habe das natürlich auch gemacht. Und was war? Der Tankdeckel war nicht mehr ganz dicht. Ja, also es ist dann Wasser rausgeschwappt. Und deswegen lasse ich das sein. Ich nehme das einfach so, wie es ist, diese Patrone, und schmeiße in den Wassertank rein. Und wenn das Jahr vorbei ist, dann hole ich sie einfach so wieder raus. Und es funktioniert bei uns auch einmal frei. Jede Bauart ist ein bisschen anders, aber ich komme hier, wenn ich in den Tank reinlang, an jede Ecke hin. Deswegen kann man das bei uns so ohne weiteres machen. Das war's. Das war jetzt natürlich mal wieder mit Hindernissen. Ja, immer. Es kommt immer anders, als man denkt, aber irgendwie schafft man das dann schon. Ja. Wir hoffen, wir konnten denen, die noch nicht so versiert sind, zeigen, wie eine Tankreinigung möglich ist. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten, wie ich jetzt schon mehrmals gesagt habe. Das war die Möglichkeit, die wir verwenden. Wir fahren damit gut, können das also empfehlen. Und wenn es euch gefallen hat und euch bereichert hat, also nicht bereichert jetzt in dem Form von Geld, sondern vom Wissen her, ja, dann lasst uns ruhig einen Daumen da, ja. Ihr könnt uns auch den Daumen da lassen, wenn es euch nicht bereichert hat. Genau. Also, wie ihr seht, Womofahren ist eigentlich immer spannend. Es immer. Gibt immer irgendetwas, was zu beheben ist, was zu tun ist. Genau. Und es ist immer interessant und macht Spaß. Ja. Und in diesem Sinne sage mal jetzt einfach ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.